Mangiare! Mann, wie aufregend, du. Wir müssen was tun. Von alleine kommt es nicht. Das ist das Wesentliche. Kommt noch was mit Stahl zu tun. Ich muss einfach runter. Greifswald-Wiek. Seit 66 Jahren Heimathafen des Segelschulschiffes Greif. Wenn die Greif um diese Jahreszeit noch hier ist, stimmt was nicht. Nach einem Routineaufenthalt in der Werft im Frühjahr hieß es überraschend, die Greif ist nicht mehr seetüchtig. Und nun Rostnagler statt Romantik. Die vierköpfige Stammbesatzung ist täglich an Bord. Sogar der Kapitän im Kampf gegen die Korrosion. Mulmiges Gefühl. Ne? Also man weiß nicht, wie es geht jetzt erstmal weiter, aber wir sind guter Hoffnung, also dass wir das Schiff doch wieder in Fahrt bringen können. Also wir wären lieber natürlich jetzt gefahren im Sommer, ist ja klar. Ne? Unser Fahrplan, der stand fest, also unser Turnplan. Und leider ist das ja nun nicht geworden durch die Werft, die jetzt nicht abgeschlossen werden konnte, aber eben auch im Prinzip auch durch die Corona-Maßnahmen wäre es ja sowieso nichts geworden. Dabei war der Rost an Nagelbänken, Spannschrauben und Schäkeln noch gar nicht die größte Sorge des germanischen Lloyd, so heißt der Schiffstüff. Denn auch der Rumpf hat schwache Stellen. Die neue Crew, die wie Bootsmann Silvio fahren wollte, arbeitet täglich, damit die Greif überhaupt die Chance bekommt, wieder flott zu kommen. Es kommt noch was mit Stahl zu tun. Ich muss einfach runter. Ist schon ein bisschen krümelig die Arbeit, aber wenn man weiß, was man vorhat, dann macht man es halt. Fertig. Schiff und Crew gehören zur Stadt Greifswald. Aber mehr als 3,5 Millionen Euro für die fällige Modernisierung, dass die kleine Hansestadt so viel Geld locker macht, ist längst nicht sicher. Die Greif. Am 26. Mai 1951 läuft sie in Rostock-Warnemünde vom Stapel als Wilhelm Pieck. Ein Geschenk der werktätigen Mecklenburgs, wie es damals heißt, an den Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, zu dessen 75. Geburtstag. Der war erfreut, wollte aber gar keine eigene Yacht. Er reichte das Schiff weiter an die Jugendorganisation FDJ. Die übergab es dann später an die Gesellschaft für Sport und Technik, die darauf Seeleute für die Volksmarine und die Handelsschiffe der DDR ausbildete. Sie wurde sozusagen die Gorch Fock des Ostens. Das einzige Hochseesegelschiff der DDR, meist auf der Ostsee unterwegs, lief Häfen in Polen und der Sowjetunion an. Dass jemand zwei sein, jeder weckt seinen Nebenmann, der letzte stößt sich selber an. Los, hoch, Jungs, Kopf! Für lange Reisen in westliche Häfen fehlten die Devisen und vielleicht auch das Vertrauen in die Standhaftigkeit der jungen Kadetten. 1990 wurde die Eigentümerin zivil. Die Hansestadt Greifswald übernahm die Schonerbrig und damit viel Tradition und noch mehr Kosten. Nur ein paar Kilometer weiter im Hafen von Wolgast. Ein tadelloses Schiff, obwohl deutlich älter als die Greif. Kapitänin Jane Bothe mit ihrem Mann und der Stammbesatzung. Die Weiße Düne ist ein Plattbodenschiff, 1909 in den Niederlanden gebaut. Als Arbeitsschiff. Heute arbeitet sie als Fahrgastschiff. Mit allen Zertifikaten und Genehmigungen. Die Saison könnte also sofort starten. Aber Corona macht auch auf der Weißen Düne Flaute in der Kasse. Aber die Kapitänin wäre nicht Kapitänin, wenn sie einfach nichts täte. Für heute hat sie beschlossen, trainieren für bessere Zeiten. So, darf ich die übergeben? Einmal? Salomo lernt Binnenschiffer und hat jetzt die Weiße Düne in der Hand. Und Jane Bothe geht auf einen fälligen Kontrollgang.
wir müssen immer, wenn wir die Segel neu anbringen und die Blöcke haben wir im Winter lackiert, da müssen wir gucken, dass die Sicherungen von den Schäkeln auch ordnungsgemäß drin sind und nicht abhandengekommen oder vergessen wurden. Das ist immer gerne eine Sache hier. Die Schäkel dürfen nicht zu fest sein, damit sie sich leicht lösen lassen. Deswegen müssen die gesichert sein. Und ab und zu vergisst man das mal. Und deswegen geht immer noch ein Team hinterher und guckt bei den ersten Fahrten, ob wirklich alles auch gemacht wurde. Niklas ist der zweite Azubi auf der Weißen Düne. Bis jetzt ist ihm noch keine Schäkelsicherung entgangen. Bis jetzt. Auf beiden Seiten der nicht. Ja. Okay. Auf beiden Seiten der nicht. Ah ja. So viel zum Thema, lieber nochmal nachlaufen. Das sind so Sachen, die man eben gerne vergisst, ne? Der Sicherungsgrad von den Schäkeln und gerade beim Klüver, ne? Der rackelt halt auch. Ja. Ja, sehr gerne, wenn der sich hier losrackelt und der Schäkel schlägt hier übers Vordeck, dann haben die Gäste richtig Spaß. Ne? Also. Oder hast du den mit Absicht, damit ich was finde? Das war jetzt extra für dich geöffnet. Die Klüverschäkel macht Niklas jetzt besonders schön. Ja, ich nehme jetzt ein bisschen Sicherungsdraht, damit der Schäkel nicht aufgeht. Und dann werde ich das ein bisschen sichern. Das fädelt man einmal hier durch und geht dann einmal durch den Schäkel. Und dann wird das so ineinander verdreht, dass er sich nicht dran verletzen kann. Das Besondere daran ist, dass man es halt gründlich machen muss und dass du den Draht am Ende so verstecken musst, dass er nicht rausguckt. Wenn hier ein Gast steht und der kratzt sich hier dran oder reißt sich irgendwie die Haut ab, dann ist das für den Gast nicht so geil. Auf der Brücke Instrumentenkunde. Mein Lieblingsspielzeug habe ich von meinem Mann zum Geburtstag bekommen, ein Barograph. Und der zeichnet den Luftdruck auf. Und zwar wie ein Barometer, bloß im Verlauf. Das heißt, ich sehe natürlich, wenn der Luftdruck fällt, sehe ich das prima an der Kurve und dann weiß ich, Luftdruck fällt extrem, schlecht Wetter. Und da wir auf dem Segler sehr abhängig sind vom Wetter, hilft das den Jungs auch nochmal alerter zu sein, was das Wetter angeht. Ein Rostocker Kapitän auf dem Weg zur Arbeit. Dieter Schütt hat auch ein Familienunternehmen gegründet, unmittelbar nach der Wende schon. Auch mit einem Fahrgastschiff. Inzwischen sind es 4. Geführt werden sie bereits von der nächsten Generation Schütt-Kapitäne. Liefertag fürs Bordcatering. Heute ist das flott erledigt. Das Eis für 4 Ausflugsdampfer passt auf eine Sackkarre. Es ist eben eine besondere Saison. Der Ton an Bord trotzdem entspannt. Mit Torte, mit Laugenbrezel, es ist ja wieder alles dabei, das volle Programm. Die Kapitäne haben hier mehrere Aufgaben. Bockwurst und Brezeln managen gehört dazu. Das geht noch im Hemd. Und letztendlich ist es ja wie beim Auto. Umso älter das Auto, umso älter das Schiff, umso mehr. Und soweit wir können, machen wir das alles selber. Und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann holen wir jemanden, der sich damit auskennt. Zum Glück ist es nur der Mechanismus für die Spülung. Also jeden Tag so eine kleine Reparatur, das ist einfach Standard hier. Das gehört mir dazu. Standard ist auch, dass die Getränke nicht ausgehen dürfen. Im Normalfall mehr als 200 Gäste pro Schiff können ganz schön was wegtrinken. So, wieder ans Abwärts. Hallo. Hallo, passt. Weiß auch, ne? Auf der Greif Erinnerungen an die richtig guten Tage.
Kapitän Roland Hunscher hat den Rostnagler weggelegt und das Bordbuch vorgeholt. Die Zeiten, in denen wettergegerbte Kapitäne die Abenteuer ihrer Schiffe mit kratzender Feder auf Pergament festhielten, sind zwar vorbei, aber Kugelschreiber auf Formular gibt auch Geschichten. 24. August 2010, da sind wir ausgelaufen nach Bremerhaven, durch den Nordostseekanal hin und über Kap Skagen zurück, also über die Nordsee und Skagerrak, Kattegat zurück nach Greifswald. Kann ich sehen, zum Beispiel am ersten Tag, dass wir da so viel Wind hatten, dass wir in der Trompervik zu Anker gegangen sind und dort einen ganzen Tag bei Windstärke 7 bis 8 aus West-Südwest zu Anker gelegen haben, weil wir nicht weiterkamen. Wir hätten ja Richtung Westen fahren müssen und konnten nicht segeln. Und Maschine mit den 200 PS wären wir auch nicht richtig vorangekommen. Bis zur vergangenen Saison hat die Greif ihr Geld auch mit Gästefahrten verdient. Tagestouren, Wochenturns und Regatten. August 2000 die traditionelle Jortenregatta. Backbord, Gordige Geiter und Dumpe los! Und los geht's! Hallo! 40 Segler an Bord, die gewinnen wollen. Von Karlskrona in Schweden geht es nach Rostock. Schon kurz nach dem Start kann die Schonerbrig alles zeigen, was sie hat. Mast und Schotbruch rufen sie sich jetzt noch fröhlich zu und wissen gar nicht, wie dicht sie bald dran sein werden. Sonne, Westwind Stärke 5. Das ist aber nur der Appetit haben. Lass fallen! Klar zum Siegermanöver, klar zum Setzen des Großsiegels. Rechts die Mare Frisum, links die Kerschonis. Da ruft sich der Kapitän noch ein bisschen heiserer als ohnehin schon. Aber es sieht im Moment schlecht aus. Also von der Klasse her, die Kerschonis, das haben Sie ja selber gesehen, die ist schon Meile voraus. Warum? Ja, erstmal von der Schiffsgröße her und von der Takelage her. Die bringen ein paar Quadratmeterchen mehr mit. Mit ihren 570 Quadratmetern Tuch kommt die Greif trotzdem zügig durch die erste Nacht, dann der nächste Morgen. Die Ostsee geht zur kräftigen Vorspeise über. Für Mannschaft und Mitsegler ist an Essen nicht zu denken. Reichlich Wasser gibt es. Na, wie fühlt ihr euch? Gut, ne? Ja, das ist aus dem Schweigen. Chance voll. Ich auch. Und als die Ostsee mit Stärke 7 bis 8 zum Hauptgang bittet, ist es vorbei mit der idyllischen Revierfahrt. Und die los und der Ball an Frankfurt! Werd ihr auch schlecht über die Reling, halte ich dich gern. Ein Ritt auf 1000 Tonnen Stahl fordert seinen Preis. Und halt wie der Mensch ist die Sehnsucht nach der Fern. Diesmal, mein Herz, diesmal wärst du mit. Das ist der reinste Höhendrill hier. Unter Deck gibt es für 25 Mitsegler 50 Quadratmeter. In der Nacht dann heißt es Regattaabbruch. Vor Bornholm meldet eine polnische Segeljacht SOS. Die Greif setzt ihre Maschine in Gang und eilt zur Hilfe. Genauso wie die Kerschonis. Der kleine Segler wird gerettet, das Rennen aber ist vorbei. Und auf der Greif beginnt der Segleralltag. Am dritten Tag sorgt nur der Diesel fürs Vorankommen. Steter Gegenwind macht das Heimsegeln unmöglich. Und die Ostsee ist beim leichten Dessert angekommen. Schiffskoch Matti findet wieder Abnehmer fürs Essen. Und während sich die Mitsegler auf den Nachtisch freuen, zeigt die Greif ihre Blessuren. 4 verschlissene Segel, ein paar gerissene Tampen. Aber die Lebensgeister sind beim Einlaufen in Warnemünde alle wieder da. Schiff und Besatzung haben schon jetzt wieder Appetit aufs nächste große Menü auf der Ostsee. Auf dem Achterwasser bei Wolgast hat Salomo auch ohne Sturm mit der weißen Düne gut zu tun.
jetzt bist du genau richtig. Jetzt kannst du auf der roten Seite bleiben. Und wenn uns Yachten entgegenkommen würden, dann die Mitte. Aber niemals auf die grüne Seite, die ist versandet. Und falls ihr es nicht verhindern könnt, einfach Gas wegnehmen. Komplett Gas wegnehmen, sonst saugt er sich da an. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen mit der roten. Jawohl. Wenn du auch noch die Strömung im Rücken hast, ist das gar nicht einfach zu steuern. Du fährst wie auf Eiern. In der Badewanne auf Eiern fahren. Genau. Wunderschön. Die Kapitänin hat für ihre Crew heute ein volles Programm geschrieben. Person über Bord, ein Steuerbord! Stell dich an die Seite und zeig immer mit dem Arm auf den Rettungsring. So, Leiter bereit machen. Okay. Salomo? Steuerbord. Ja, okay, alles klar. Falsch. Was? Salomo, du hast ihn aus dem Blick verloren. Hast du abgegeben? Ich hab das nicht verloren. Alles klar, deswegen sollte Salomo jetzt die Leiter klar machen. Prima, alles klar. Personenaufnahme an Steuerbord. Bergung in Luf oder in Lee? Wind zugewandt oder Wind abgewandt, wird unter Seglern immer diskutiert. Die eiserne Regel heißt, kommt drauf an. Je größer das Schiff, desto sicherer ist Lee, die windabgewandte Seite. Da ist die See ruhiger und das Schiff liegt besser, weil es sich nach Lee neigt und auf die zu bergende Person zutreibt. So macht das die weiße Düne auch gerade. Aufgenommen und gesichert. Wichtig ist, dass auch nach der Bergung die Routine nicht abreißt. Was dabei hilft, ist, dass Azubi Niklas jedenfalls seine Rolle ernst nimmt. So, hörst du sich erstmal auf? Ich bin Niklas. Niklas. Salomo, übernimmst du mal das Steuer und gehst mal auf die Krumminer Kirche? Hol dir mal bitte was für den Kopf, eine Decke. Jawohl. Ist die ansprechbar? Ja, ich hab dich schon gefragt, das ist Niklas. Ja. Das ist Niklas, ja. Das ist Niklas. Ja. Ich erschrecke mich aber auf halte Hände. Okay. So. Bitte, danke. Ja. Noch eine Decke oder reicht das? Ja, bitte. Ja? So. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, aus dem Erste-Hilfe-Koffer die Folie da zu nehmen. Und, hat er schon gefragt, weil die Dame. Genau. Knappe 10 Minuten. Naja, aber haben sie gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Was ich vermisse bei euch grundsätzlich, wenn es heißt, ihr sollt euch absprechen, mit wem spricht man sich immer zuerst ab? Ja. Ich bin immer außen vor. Denkt dran, erst einmal nicht meine Person, wenn Merlin abspricht, immer der Kapitän ist, ganz kurz hingehen und sagen, der und der macht das, wir machen das und das, ist das okay? Und dann machen. Nicht alleine was machen, ohne dass der hinten weiß, was ihr macht. Mit seiner Vitura war Ralf Huhn in diesem Jahr noch gar nicht richtig unterwegs. Deswegen hat er sich heute Verstärkung eingeladen. Karin Leuchert liegt normalerweise auch hier im Rostocker Museumshafen, hat ihren Kutter aber schon flott. Das ist der Hals hier. Zieh den mal auf Länge, bitte. Und dann machen wir das Loch zu, nicht, dass wir noch reinstürzen. Ein bisschen rüber. So, jetzt habe ich sozusagen, denke ich mal, das Richtige in der Hand. Und jetzt wollen wir das mal anknöpern, ne? Und jetzt müssen wir das Segel an der Gaffel im Betten spannen. Sozusagen. Halbe Schläge, ne? Alte Tradition hier, fein. Keine Tüderknoten. Sonst sieht das nämlich so aus. Kleine Segelkunde. Gaffel, Oberlieg, Achterlieg, Vorlieg oder Mastlieg, Unterlieg. Das sind alles spezielle Fachbegriffe eines Segels, die über die Jahre gewachsen sind. Das hat sich mal einer ausgedacht. Und über Traditionen und Jahre ist das beibehalten worden. Aber es ist eine
Tradition, die ein bisschen ausstirbt, weil viele junge Leute wissen gar nicht mehr, wie so ein Segel überhaupt, wie die Seiten heißen. Also das, glaube ich, ist schon Spezialwissen. Dann sieht das auch noch gut aus. Das Problem ist, dieser Tampen stört jetzt, den müssen wir abmachen. Damit, sonst arbeiten wir diesen Tampen ein und kriegen hier nachher nicht mehr los. Also muss die Gaffel jetzt runter, damit wir das lose kriegen. Und dann wird die hier, dieser Tampen sozusagen in der Pik hier achten, festgezurrt. Und dann sind wir auch schon mit durch. Wie ihr merkt, ist das gar nicht so einfach. Ist auch alles körperlich anstrengend. Man ist ein bisschen außer Atem. Löst mal ein bisschen die Gaffel mit dem Pikfall. Weiter runter. Okidok. Das Ende wird hier sozusagen angeknöbert oder fixiert, angeschlagen, festgemacht. So, das war sozusagen der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Wie man sieht, auch wichtig, vernünftig verpackt. Ja, ist wichtig. So, das geht in die Richtung. Ralf Huhn ist Kapitän auch von Beruf, fährt auf einem der Rostocker Hafenschlepper. Die Traditionssegelei hat er sich selbst beigebracht. Das Focksegel will viel Aufmerksamkeit. Und bisher hat die erfahrene Kutterkapitänin Karin nichts zu meckern. Das ist hier auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, meine eigene Technik. Wer das sieht, der weiß wahrscheinlich besser, wie es geht. Aber im Endeffekt hält's. Ich ziehe die beiden hier durch, verbinde ihn dann mit Kreuzknoten. So. Ich wollte unbedingt ein Holzboot haben. Ich bin durch ganz Deutschland gefahren, um ein Holzboot zu finden. Gutes, vernünftiges. Zum auch vernünftigen Preis, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Wenn man viel Geld hat, ja, das für einen würde die Suche vereinfachen. Aber das ist wahrscheinlich so. Karin, ich habe einen ausgelassen. Oder nicht? Mach jetzt keinen Scheiß. Nee. Ich hab den Obersten ausgelassen, oder was? Jo, das sappelt, macht den Finger. Das ist so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann... Ja, ganz oben. Oh! Das ist rein worst case jetzt hier. Wenn man den Obersten, vergisst, den hier, und das beim Untersten auffällt, ist das Anschiss. Blanker Anschiss. Warnemünde Traffic, Hansestadt Rostock. Guten Morgen. Hansestadt Rostock, meine Traffic, schon morgen. Möchte mich gerne anmelden im Revier. Für Sie gute Wache. Eine Anmeldung auf dem Revier. Jawohl, dann gute Fahrt, ebenfalls gute Wache. Jo, danke schön. Es ist still auf der Warnow. Noch ist das hier ist überhaupt nichts los auf dem Riffer, das muss ich auch sagen. Fehlt die Hanseseel im August, fehlt eine Menge Vorfreude und Gäste fehlen. Alles wegen der Pandemie. In Panik gerät an Bord noch keiner, aber Gedanken macht er sich schon. Ganz so ist es noch nicht, dass wir hier gleich anbinden und unseren Laden hier zumachen. Aber da das weh tut. Das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein. Das muss, glaube ich, so doch nicht erklärt werden. Aber dass dann und dazu dann auch noch die Seele ausfällt, das ist, das tut schon unsere Truppen weh. Dagegen hilft nur eins. Rausfahren und die Gäste da abholen, wo sie hoffentlich sind. In Warnemünde. Und da muss der Kapitän zeigen, dass er nicht nur auf der Brücke was kann. Bootsmann Bob muss an die frische Luft. Die großen Spanner am Bugspriet schön machen. So. Das Gute. Dieser Vorgang nennt sich Smarten und wird vorm Bekleben immer gemacht. So, was eigentlich schon?
Also eigentlich im Grunde ist der Normalzustand die Baustelle, dass wir nicht dazu kommen, wenn wir auf See sind und letztendlich die Menschen, den Menschen auch zeigen, wie es traditionell gemacht wurde. Immer wenn der Hafen angelaufen wurde, wurde das Schiff aufgehübscht. Oder wenn dann mal wirklich Flaute war, dann greifen auch wir zu Pinseln und leiten natürlich auch gerne die Leute an, zeigen ihnen so die traditionellen Vorgänge und Knoten, die wir hier haben. Und wenn man am einen Ende fertig ist, ne, dann fängt man einfach von vorne wieder an. Ganz einfach. Ganz so einfach wird es nicht, weil die großen Aufgaben vorn liegen unter Deck. Hinter Verkleidungen und Isolierungen hat jahrelang und unentdeckt am Rumpf der Rost gewütet, bis er fast durch war. Ja, der kommt vom Bullauge runter, wa? Ja. So richtig schwarz da. Wahrscheinlich alles hinter die Isolierung geflossen, hat keiner gesehen. Ja. Und wenn man hier hinguckt, die Spanten sind halt durch. Guck, guck. Das sind eher eure Füße. Während der letzten Werfzeit in Wolgast war das, hat sich eben rausgestellt, wir sollten noch mal richtig gründlicher nachschauen. Und es war gut, dass wir es gemacht haben. Wie man sieht, waren eben dort Stellen, die zu dünn sind, als dass wir jetzt einfach da hätten weiterfahren können. Da hat dann auch letztendlich der TÜV für die Schiffe, der GL, gesagt, nee, da müsst ihr noch mal gründlicher nachgucken. Das Schiff wird dann abgemessen, die Materialdicke. Und ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass wir dann auf der anderen Seite angefangen haben, im Feuchtbereich. Da waren also nicht so wie hier im Trockenraum, da waren die Duschen, Toiletten und da war immer heiß Wasser. Und da ist natürlich klar, dass da eine ganz andere Rostentwicklung gewesen ist. Ja. Nieten, schweißen, das ist jetzt ganz neu. Nach dem ersten Rostbefall und nach der Werft jetzt. Und so wollen wir eigentlich auf der anderen Seite, wo wir eben gerade waren, auch haben. Im Gegensatz zu drüben, wo man durch die Spanten durchfassen kann, sind hier eben schon neue Spanten, die sich auch nach unten weiter fortsetzen, eingesetzt worden. Und die Werftarbeiter, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Die ist auf der Greif überall fällig. Korrosionsschutz, moderne Maschine, neue Elektrik zur Erinnerung. 3,5 Millionen Euro, wenn es dabei bleibt und bald losgeht. Und die kleine Hansestadt Greifswald hat diese Summe noch nicht bewilligt. Die Crew der Weißen Düne kommt nicht zur Ruhe. Ganz in Ruhe. Was ist denn passiert? Die Bratkartoffeln. Wieder eine Übung und wieder das Thema, wer informiert wen und was passiert dann. Du gehst runter und guckst mal, was Phase ist. Also es ist auf jeden Fall was mit Fett. Sag das mal, Niklas. Ja, mach ich. Und dann gebt ihr mir sofort Bericht, ob ihr es alleine schafft oder ob ich was machen muss. Ganz klare Ansage und nichts passiert. Da muss die Chefin eingreifen. Lage ist. Was ist mir zu lang? Ganz kurz. Wir haben einen Fettbrand auf dem Kopf. Ja. Okay, pass mal auf. Salomo, Annika ist völlig überfordert. Wir müssen mal das Ausbringen der Gäste aufs Vordeck. Und du versuchst das mal zu löschen mit dem Feuerlöscher, der vor der Kombüse hängt, mit dem CO2-Löscher. Und wenn da noch ein kleiner Brand ist mit der Decke, wenn es nicht, dann gibst du sofort Alarm. Kein Fuß am Brand, man. Ihre Crew ist ihr gerade ein bisschen zu lustig. Brandschutz muss auf Schiffen noch ernster genommen werden als an Land. Und Detlef Bothe übertreibt zwar gerade, aber im Notfall sind hier 20, manchmal mehr als 40 erschrockene Passagiere an Bord. Und die haben das in den seltensten Fällen schon mal geübt. Feuer fürchten Seeleute mehr als andere Gefahren. Rauch in der Lüftung, kaum Möglichkeiten zur Flucht, keine schnelle Hilfe von außen. Da müssen alle in der Crew in allen Situationen ganz sicher sein. Und die Gäste sollen auch nicht irgendwo an der Reling abgelegt, sondern sicher und mit festem Halt. Da hatte die Konzentration ein bisschen nachgelassen. Kurzes Meeting,
zur Auswertung. Er hat gar nichts gesagt, ne? Ich konnte ja nichts sagen. Ihr habt das eigentlich gut gemacht. Es ist genau so, wie es in der Realität ist. Alle hören nicht richtig zu, alle gehen durcheinander und jeder macht irgendwas in Panik. So ist auch die Realität und das wollen wir üben, damit wir ein bisschen Struktur reinkriegen. So, also als erstes gut hinhören und trotzdem schnell reagieren. Gelegenheit genau dazu gibt es später noch, damit Ihnen das Lachen auch mal vergeht. Und die restlichen bringen sich erstmal selbst in Sicherheit. Und es läuft. Zwar nicht gleich beim ersten Mal, aber es läuft. Das haben wir schon besser gesehen. Aber Karl, der hat auch so seine Zucken. Ja, klick rüber. Kannst du mal ein bisschen abstoßen? Und los geht die wilde Reise. Reicht. Alles gut, Karl. Rest macht der Motor. Seine Vitura hat Ralf dann übrigens ganz in der Nähe gefunden, in Barth. Dem Vorbesitzer waren die fälligen Arbeiten zu viel geworden. Und Ralf hat in 2 Jahren Freizeitarbeit ein Schmuckstück daraus gemacht. Lackrakete nennen sie die Vitura im Museumshafen. Sogar einen eisernen Gustav hat sie. Dadurch, dass das Personal halt rar ist, müssen wir uns da anders behelfen. Ja. Da ist er. Da fahren wir noch dran vorbei. Und dann gucken wir mal, ob wir den eingestöpselt kriegen, ob der auch funktioniert. Das ist auf jeden Fall gut. Wenn man doch mal irgendwas zu tun hat vorne, kann man immer noch, ich sag mal, das Schiff kontrolliert geradeaus fahren lassen. Das ist jetzt nicht, wenn stark Wind ist oder wenn starker Druck auf der Pinne ist, dann arbeitet er nicht mehr richtig. Aber so für das jetzt hier, fürs Revier, ist das optimal. Ich bin froh, dass ich den habe, muss ich ehrlich sagen. Auf Höhe der Neptunwerft entdeckt Ralf seinen Arbeitsplatz, den Schlepper Axel. Auf dem Axel bin ich jetzt Kapitän. Jo, jetzt bringen sie gerade einen Biefer raus, ausdocken. Da oben steht der Lotse. Das dürfte jetzt, glaube ich, auch in Kürze losgehen. Ja, jetzt bin ich gerade glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schon schön. Da ab, da vorne ist die Mole und dann geht's los. Und das sind kurze Wege. Das ist schon sehr praktisch. Und was ich natürlich an diesem Revier hier Ostsee gut finde, dass wir auch noch Mukran und Wismar mit abdecken. So, dann kommt man manchmal mit als Schlepper noch mal ein bisschen raus und dann fühlt man sich noch als Seemann. Ne? Also das ist schon schön. Moin. Moin. Zur Schlepperkundschaft gehören Bifas, also Binnenfahrgastschiffe, Kreuzliner, Frachter. Und an einem Hanseseeltag haben es die Schlepperkollegen auch schon mal vor dem Frühstück gleich mit einem legendären Großsegler zu tun. Der Krusenstern. Da die Krusenstern ja um 6 an der Position sein will, muss sie ja kurz vorm Seekanal sein. Da ist die Krusenstern. 5,2 Seemeilen ist sie weg. Hallo Matze, schönen guten Morgen. Ronny Strecker, der erfahrenste Rostocker Schlepperkapitän im Gespräch mit dem Kollegen gleich nebenan auf der 12. Wir fahren schon mal los. Dann sind wir schon mal da, weil der gleich vorne an, hinter den Molen, an Liegeplatz 2 geht. Also zum P4 Steuerbordseite gehen. Die Krusenstern bitte mal für die Fairplay 6. Krusenstern, moin. Ja, einen schönen guten Morgen, hier ist die 6. Hallo. Der Funkkontakt zum Lotsen steht. So, das kann ich hier auf dem IES ablesen. Er läuft noch 4,7 Knoten und ist 4 Kabel entfernt. Also er hat seine Geschwindigkeit schon ein bisschen reduziert. Denn einfach bremsen können große Schiffe nicht. Ronny lässt den Großsegler langsam auf sich zukommen.
Und wenn beide Schiffe annähernd die gleiche Geschwindigkeit haben, steht Bootsmann Roland Storm für die Wurfleine bereit. Schon 3 Stunden später geht die Krusenstern wieder raus zur Tagesfahrt mit Gästen. Und auch dann werden die Schlepper sie wieder sicher auf den Weg bringen. Eine kleine Werft in Vorpommern und eine kleine Geschichte rund um die Traditionssegelei. Barbara Wichmann hat in den Wintermonaten ein Holzboot, ihr erstes, wieder fit gemacht. Und Werfteigner Dirk Ramin hat ihr, wenn nötig, dabei geholfen. Die Ramins sind Top-Adressen in der Region. Der Bruder mit einem großen Betrieb nicht weit von hier. Dirk ist beim Bootsbau geblieben. Jetzt gilt es das laufende Gut, so nennen die Segler ihre beweglichen Tampen, so am Mast anzuordnen, dass alles wieder funktioniert. Mir das ja letztes Jahr ein bisschen nummeriert und ein bisschen beschriftet. Aber da braucht man dann doch jemanden, der Erfahrung hat. Und die hat er. Ich versuche das erstmal festzukriegen, damit wir das hingestellt kriegen, nachher den Mast. Damit das nicht alles uns durcheinander fällt. Mehr als 60 Meter Tampen und gut ein Dutzend Schäkel müssen wieder zurück auf die angestammten Positionen. Barbaras Ordnungssinn ist da schon mal eine gute Grundlage. Ja. So zusammenbauen oder musst du doch alle Schäkel haben? Ich habe das ein bisschen beschriftet und ein bisschen mit Nummern versehen. Hier brauchen wir das erstmal noch nicht. Ja. Und tschüss. Es dauert gar nicht so lange, da kehrt die gewünschte Ordnung wieder zurück an den Mast. Ja. Das Pikfall. Das andere war das Klaufall. Was macht das? Damit zieht man dann die Gaffel hoch, wenn man das Segel setzt. Wenn alles fertig ist, sieht man das gut. Es fehlt noch ein Schäkel, den müssen wir noch. Also ich meine, ich habe alles, was damit zu tun hat, hier reingemacht. Nö, das ist wunderbar. Aha. Also, erzähl mir nichts. Der Schäkel ist schon da, wo er hingehört. Auch hier halbe Schläge, keine Tüderknoten. Und nun muss der Mast nur noch ins Boot. Hier muss der Gast ins Schiff. Unbedingt. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Betrinkt euch nicht. Komm, geht los jetzt. Ei, Captain. Ei, Captain. Das ist eine feine Not auf, da wollte ich was sagen. Ja. Ihr müsst aber tun. Von alleine kommt es. Das ist das Wesentliche mit dem hier. Das hat also, das wollte ich auch gerade sagen, das hat mit dem Kapitän überhaupt nichts zu tun. Du musst hier die Leute auch noch ansprechen. Und wenn ich sage, dass er eine Pfeife, dann gehen die alle vorbei. Die fahren mit dem Fahrer, mit mir, jetzt nach Rostock. Und weil der Wind so fein günstig ist, fahren die mit dem Wind näher wieder zurück. Alles verstanden? Ja. Jawohl. Wirklich? Ja. Was ich erzählt habe, ist so. Ja, okay. Aber deswegen müsst ihr nicht mitkommen. Aber es ist zu empfehlen, wir haben einen tollen Kapitän an Bord.
gut gemacht, gut gemacht. Ja, ja. Man lacht sogar. Mann. Gut gemacht. Ja, ist gut gemacht. Da kriegt gar nicht jeder fertig, Mann. So, gut. In Rostock ist mehr los. Glaub mir das doch. Willkommen an Bord. Lang mal hier hin, bitte. Und schon geht ein Ofen an hier. Auch wenn er nicht mehr jeden Tag fährt, das war ein ordentlicher Tagesauftakt. Und auf der Fahrt nach Rostock gibt's auch was zu erzählen auf seinem River. Willkommen an Bord. Mit uns geht's durchs ganze Revier bis in die Rostocker Altstadt. Aber nebenbei auch nochmal einen Blick zur anderen Seite, meine Damen und Herren. Backbordseite, linke Hand, left hands. Das ist eine von den großen neuen Dänemark-Pferden, die Berlin. Und in Gezer läuft jetzt ab die Kopenhagen. Wassereinbruch! Wasser! Wir haben Wasser im Getränkekeller! Bringst die Gäste alle hoch. Ja. Salomo macht die Schotten klar. Jo. Beide Holzhölzern aufmachen. Ja. Und Niklas, kannst du mal gucken, wo es herkommt? Ja, mach ich. Machen wir. Geh mal hinter die Bar, guck mal in das Shop, da kommst du gut in die Wilde. Hier ist der Keller offen. Wo soll ich denn da hoch hin? Einmal an den Tisch setzen, bitte. Den Tisch? Ja. Die Gäste schnell hoch, ja, und auf den Vordeck versammeln. Ja. Gut, alle Gäste nach oben, bitte. Ich bin ein Gast. Sie sind ein Gast. Dann kommen Sie mal mit mir mit aufs Vordeck. Detlef Bothe muss schon viele besondere Gäste erlebt haben. So überzeugend spielt er seine Rolle als Durcheinanderbringer der Crew, die sich doch um Rettungsroutine bemüht. Und dann nimmst du mal, genau, und du nimmst jetzt mal die Verkleidung ab. Unten? Ja, habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Darf ich mal ganz kurz... Hervorragend, du bist super. Das Besondere an der Weißen Düne sind ihre Schotten. Sollte sie einmal leckschlagen, läuft sie jedenfalls nicht in einem Schwung voll. Aber solange Kapitänin Bothe sie fährt, würde sie sogar leckgeschlagen nicht untergehen. Können wir nur auf diese Sandbank fallen? Da mal ein bisschen Wasser am Schiff. Das hast du jetzt aus Absicht gemacht. Ich habe genau mir diese Sandbank ausgesucht, ja. Genau. Toll, hast du alles noch gemerkt? Prima, schön. Klasse, bin ich echt stolz. Hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ihr das so schnell hinkriegt. Die Bilgenpumpen. Natürlich gäbe es noch mehr zu sagen über Pumpen, Werkzeuge und Notreparaturen. Aber für heute soll es gut sein. Sogar im Himmel. Wetter, Training, Pandemie. Als ob sie mit allem fertig werden könnten. Es ist einfach eine Sache, die passiert. Oder geht das Leben trotzdem weiter? Und in Deutschland sind wir ja noch nicht mal schlecht aufgestellt, weil wie tief fallen wir denn? Also mein Mann und ich, wir sind so aufgestellt, dass wir sagen, ich glaube, ich kriege immer meine heiße Dusche morgens und er kriegt immer seinen Pott Kaffee. Dann kann uns doch eigentlich nicht so viel passieren. Das soll auch für die Passagiere auf der Weißen Düne gelten. Der Regelbetrieb läuft langsam, aber sicher wieder an. Am Warnemünder Molenkopf heißt es für alle Segler Segel setzen. Auf der Vitura bedeutet das für Ralf und Karen noch einmal richtig Einsatz. Karen mehr, Karen mehr. Weiter, weiter. Karen, weiter hochziehen. Jetzt voll durchholen. Mehr noch. Jawohl. Karre billig, du bist gut. Und? Zwei Knoten, volle Fahrt, beide Fresse. Jetzt kommt das Feintuning. Man merkt, hier ist ganz schön Dunst drauf. Wichtig ist, das Segel ist schon ganz gut, dass wir keine Falten haben. Das wollen wir nicht, weil Falten im Segel bedeutet, es nicht genug Druck drauf. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch. Oh, herrlich. Ich liebe es ja, wenn man an einem Tampen zieht und man hat gleich Erfolg, ne?
Als Schlepperkapitän hat Ralf es mit mehr als 3000 PS zu tun. Hier ist er mit weniger zufrieden. Steht auf Anhieb, so wie es sein muss. So, jetzt muss der Löwe wieder ein bisschen durchholen. So. Karin, was macht der Tachometer? 2,3. 2,3. Ist ja fast Fluggeschwindigkeit. Und für Karin Zeit, das ungewohnt leere Revier zu genießen. Ich muss mich mal ein bisschen umstellen, wenn ich hier die Pinne in der Hand habe und bei mir das Steuerrad. Aber es ist alles, das ist schön. Ich mache das auch gerne mal was anderes. Hanses Helle Stress, ja. Also, ja, doch, ist Stress. Also nicht negativ, ne? Es gibt ja auch positiven Stress. Das bringt mich immer so auf 200. So ist man also wirklich voll und ganz im Einsatz. Und am Sonntag ist man dann froh, wenn so die letzte Fahrt läuft und man dann auch langsam entspannen kann. Aber es macht ja trotzdem auch Spaß. Hier, Frau Kapitän. Ah. Dankeschön. So ein Tag auf der Hanseseel, wenn sie denn stattfindet, fängt ja nämlich früh an mit schweren Proviantkisten. Vorrat für die Ausfahrt. Wenn die Gäste kommen, wollen die gleich los. Also muss Karin Leuchert vorarbeiten. Den Segelkutter Glauke hat sie 2005 gekauft, damals noch mit ihrem Mann. Wir haben dieses schöne Bild mit dem schönen Heck gefunden. Und das ist ein Frauenschiff. Und ja, das ist halt rund und weich und schön. Und Holz vor allem. Holz ist, ich bin so ein Holzwurm. Ich mache gerne mit Holz rum. Ich gehe auch selbst in die Werft und arbeite damit, damit ich auch das Schiff selber in Ordnung bringen kann im Winter oder im Frühjahr. Dann, das macht mir unheimlich Spaß und gehört auch dazu. Wenn man so ein Schiff hat, dann muss man sowas machen. Auch in der Kombüse ist die Chefin. An sich koche ich gerne. Ja. Denk mir auch gerne was aus, was schmecken kann, und verwöhne meine Gäste auch gerne, meine Mitfahrer. Um 10 Uhr geht es los. So, Frank, Leine los und abstoßen. Was ist mit der? Der Dagmar-Arm von einer großen Expedition. Wenn man ablegt, wenn man die Leinen übergelegt hat, das ist wie abnabeln, das ist wie, man kommt zur Ruhe, man ist nicht mehr so gehetzt, nicht mehr so dem Stress ausgesetzt, weil man kann einfach nicht so schnell. Man kann nicht mal schnell irgendwo wieder sein. Sorry, ich bin gerade auf dem Wasser, geht nicht. Das ist einfach ein beruhigendes Gefühl. Jetzt geht's mal. Das ist also Avatar. Mit diesem Gefühl ist Karin Leuchert schon aufgewachsen, segelt schon als Kind mit ihrem Vater auf dem Greifswalder Bodden. Nach der Wende können sie endlich auf die offene Ostsee und noch viel weiter. 2000 lernt sie ihren Mann Thomas kennen, fährt mit ihm nach Mexiko und Südafrika. Mit der Glauke wollten sie auf ganz große Fahrt gehen. 2013 stirbt ihr Mann plötzlich. Seitdem segelt sie allein. Ich kann ja auch Kraft daraus schöpfen. Das ist angenehm. Das ist schon gut, dass ich weiß, da hätte er auch Spaß gehabt. Und das, doch, ich denke das schon öfter mal, wenn ich dann in anderen Häfen bin. Auch das wäre auch was für ihn gewesen. Das hätte ihm Spaß gemacht. Karin Leuchert segelt nicht nur für ihren eigenen Spaß. Seit vielen Jahren hat sie auch eine Lizenz zum Ausbilden. Backbord, noch ein Stück. Backbord. Die erfahrene Skipperin weiß, wie Schiffe auf dem Wasser reagieren. Man kann auch die Wellen so ein kleines bisschen hoch nach Backbord, runter nach Steuerbord aussteuern. Weißt du, dann schaukelt es nicht so lange. Ach ja, so schön. Ich finde das
toll, wenn man in Rostock losfährt und weiß, man ist nicht vor 12 Stunden irgendwo auf Rügen oder Hiddensee zum Beispiel. Wenn nach dem Winter oder einer langen Reparatur der Mast wiedergestellt wird, ist das zwar feierlich, aber bei so einem Mast auch schon anstrengend. Ja, das wird schwer. Ja, warte mal, guck mal, ein Stück weiter nach hinten. Ja. Mit Netzbooten wurde früher die stille Fischerei betrieben, mit Reusen und Stellnetzen. Viele dieser Holzbauten haben überlebt. Sie verschlingen im Unterhalt keine Vermögen, haben Flair und die Netzbootgemeinde ist sehr aktiv. In guten Jahren kommen zur Wustroer Netzbootregatta bis zu 40 dieser Oldies. So, der ist schon mal durch. Gewonnen. Ich habe das Boot ja letztes Jahr gekauft. Und wir haben zwar alles zusammen abgebaut, aber ich baue es jetzt zum ersten Mal mit auf. Deswegen, ja, das muss man lernen. Nicht ganz dicht ist völlig normal im Holzklassiker. Muss man sich dran gewöhnen beim Holzboot, ne? Das, als es dieses Jahr ins Wasser kam, da ist auch sehr viel Wasser reingelaufen. Da habe ich auch schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das jemals gut gehen? Aber es ist gut gegangen. Es schwimmt mittlerweile und auch das hier wird nicht dramatisch werden, hoffe ich. Ja. Im Rostocker Stadthafen angekommen, ist der Vertretungseinsatz von Dieter Schütt vorbei. Ja, wir starten hier im Rostocker Stadthafen Rostock eine ganz. Wie sich das alles entwickelt hat? Familien- und Geschäftssinn und manchmal auch ein Zufall. Mitte der 80er Jahre nicht mehr Stadthafen, der Hochschlag komplett. Dann hatten wir mal einen Fahrgast mit. Schön, wenn Sie aber mal so weit sind und dass mal ein Schiff gebaut wird und dass Sie mal eins bauen lassen. Dann gehen Sie doch bitte mal zum Rhein, nach Köln runter, in Mondorf, und machen mit denen doch mal einen Satz. Das haben wir dann auch gemacht. Dann sind wir runter, der Bruder und unser Oli, was mein Bruder sein Sohn ist, und ich zu dritt dann da runter. Und dann haben wir mit der Werft verhandelt und ja, wenn man da noch mal zurückdenkt, der war nicht leicht. Ja, und dann kommen die, auch die Bank, die fragt mal, was haben Sie denn eigentlich so, wie wollen Sie denn finanzieren? Wie macht ihr das? Wie haben Sie sich denn gedacht? Haben Sie was aufgeschrieben? Ja, so, ich habe ein Auto, ne, in Wartburg. Wartburg, den können wir auch vergessen. Und da wird das nun nicht so doll mit. Und dann. Ja, dann hatten wir das so ein bisschen, wie man das wohl so machen könnte. Ein Finanzer bin ich auch nicht. Ich bin eigentlich Handwerker. Und dann ist die Werftdirektion aus, werde ich nie vergessen, und dann ist die Werftdirektion aus dem Büro gegangen und ist nach 20 Minuten wieder reingekommen. Wir waren die ersten Ossis da und haben dann gesagt, Herr Schütt, wir bauen Ihnen ein Schiff. Und dann, naja, so war das dann. Dann haben sie diesen hier gebaut, die Hansestadt, die erste Hansestadt. Wenn der natürlich so aussieht wie hier bei der Hanse Seel, ja, dann ist er doch in Ordnung, dann kannst du einen Kredit abbezahlen, ne? Wenn aber Corona ist, kannst du keinen Kredit abbezahlen. Sieht ganz schlecht aus, dann. Ja, und das erste Halbjahr ist rum. Also nun müssen wir dann hier irgendwann mal Gas geben. Backen und Banken! Ah. Ja, sonst gibt es immer Lachs, Carpaccio und Safransoße. Heute gibt es regionale Kost.
Panjade! Panjade! Oh. Was gibt's denn? Steak du four mit einer kleinen Lapskaus von Meerrettich und die ganz regionale Erbsenpüree. Dankeschön, nehme ich gleich mit rein. Ne? Jo. Und Brötchen? Darf es Brötchen sein? Ich kann, danke. Wir sagen Schrippe. Das gäbe es bei der Handelsfehl auch. Da ist er. Bitte schön. Danke. Hätte Matti jetzt wieder gesagt. So, sind wir durch, ne? Mache ich mir selber auch ein. Sind wir auf dem Katzentisch? Okay. Ist das nur ein Brötchen? Ja. Na klar, bitteschön. So. Guten Appetit. Es muss jetzt gut laufen für die Greif und ihre Mannschaft, damit alles neu wird und sie wieder raus können. Das Team um Kapitän Roland ist schon mal neu. Oliver, der ganz passend Schiffbauingenieur ist, Bootsmann Silvio, der kam, um zur See zu fahren, und Bootsmann Bob. Mast und Schotbruch, Greif und Crew. Ja, die müssen ordentlich eingeweicht werden, die Linsen. Ne? Damit sie bald wieder sowas zu sehen bekommen. Die Vitura in ihrem Element. Ich glaube, wir sind auch schneller jetzt als 2 Knoten. Ich schätze so 3,5. Jetzt sind wir schon bei 3. Ja, langsam ist Speed-Sailing, ne? Ein bisschen Speed braucht die Vitura nämlich mit ihren 7 Tonnen. Und Aufmerksamkeit. Das hier, der Widmemacher, das ist ein Block, der heißt nicht umsonst Widmemacher. Wenn der, ich sag mal, mit Gewalt einen gegen den Kopf schlägt, ist es Feierabend. Und bei der Wende müssen wir jetzt aufpassen, dass wir kontrolliert das ganze Geschleuder auf diese andere Seite kriegen. Klar zur Wende. Klar. Dieses Kommando soll im nächsten Jahr wieder 100-fach zu hören sein. Bei der dann 30. Hansesail in Rostock und Warnemünde. Nichts machen, nichts machen. 3 Knoten brauchen wir mindestens. Ja, bei der Windstärke können wir auch eine Halse fahren. Wäre leichter. Aber es funktioniert. Wem? Hol durch. Gegenkurs. Super, Karin, Ast rein.